Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dying Light 2. Stay human. Okay. Haben wir alles? Also wir müssen da runter, das ist klar. Aber ich frage mich, ob wir hier noch Kamelle und Hodihund so finden. Uah. Also, unsere Augen sagen nichts, aber man weiß ja nie. Also, was soll das? Nochmal sehen? Ja, es hätte sein können. Okay, nachdem wir hier... Was soll der Balken? Also, warum wird der angezeigt? Ist die Frage. Erreichen Sie das von dem... Aber, dass hier keine Menschen wohnen? Hier gibt's einen Riesensau, eigentlich eine Mauer. Metalltüren, in denen man... durchstoßen könnte, falls Zombies kommen und versuchen, irgendetwas zu machen. Das Haus selbst ist hoch gelegen, man sieht weit, also ich würde hier ihr leben. Ich dachte schon, da drüben wäre weiter der Hub. Hatten sie gedrückt. Die erweiterte Happe ist einfach da oben, okay. Nichts. Wow. Gut. Und Happe. Ja, und hier oben sind wir sogar noch in der Nähe von Wasser, also kann man Wasser holen. Wenn man oben den Pool reinigt und immer schön Wasser reinkippt, kann man es sogar als Trinkquelle benutzen oder als Wasserlagerplatz, für den Fall, dass mal die Gegend überlaufen ist. Bald gibt es ja hier in der Nähe. Ups, falsche Taste. So, Honig, Kamille, noch mehr Kamille. Haben wir oben etwas übersehen? Nein, hoffentlich nicht. Aber gut, dann gehen wir weiter und suchen. Kann ich die Waffe hervorholen? Ah, so. Habt ihr den Schrei gehört? Wie packt man die Waffe wieder weg? Das werde ich dann... Okay, Missionsbereich verlassen. Das wollen wir ja nicht. Ich dachte nur, hier könnte man Sachen finden. Die man später... Da, Kamille. Gut. So, und tap. Upsala. Und da drüben ist etwas. Glaube ich. Ja, und so einfach kommt man da nicht hoch. Das wäre ein perfekter Platz. Hier kann man fischen gehen. Hm.
hier langsam durchsuchen. Okay. Können wir den einfach von der hinten abschlachten? Besser. Okay, der hat uns gesehen. Okay. Ja, zum schnell durchsuchen. So, sehr gut. Dieses widerliche Geräusch. Ist weiter. Oh! So, bevor wir weitergehen, natürlich den Honig einsammeln und diese PNG-Bienen. So. Wir hatten doch noch vorhin hier irgendwo, oder nicht? Kamille gefunden. Oh, was ist das? Klemme. Dieses Geräusch, als würde jemand was fressen. Oh, hier, Kamelle. Wie war das? Ja. Ah, da drüben. Sonst alles ruhig. Ah. Kann nicht ranzoomen. Oh, da. Kamille, oder? Ja. Und Honig. Warum wurde eine... irgendwo nur ein begrenztes Radius. Langsam rein. Also Beißer, wie sie sie hier nennen, sind wir mit diesem Zeug nicht, oder? Dose. Dose und Stoff. Sonst nichts. Also hier finden wir wesentlich mehr als oben in der geilen Hütte. Dort sieht's aus, als könnte nicht jeder vorbeikommen, hier aber schon. Aber gut. Das Geräusch klingt so, als kommt es von da vorne. Ob wir hier noch mehr Kamelle oder so finden. Die haben Solarpaneele. Die könnte man ja klauen und hochbringen. Klauen, ich meine, mitnehmen und hochbringen, um dort Strom zu haben. Doch, man sieht sie. Leicht rot. Dann ist die Frage, woher kommt dieses Schlürfe-Beißgeräusch hier?
Ah, die Kamille. So, komm her. Hier ist ein Koffer, verdammt. Untersuch die. Der Boss sieht nicht so aus, als würde er schon oft durchsucht werden. Oder durchsucht worden sein. Da. Ah ne, das war etwas anderes. Verschiedene Möglichkeiten, da hochzukommen. Moment. Aha. Klempnerhammer, aha. Das hat schon ein bisschen verloren. Schnitzbogen bei voller Gesundheit. Wir haben volle Gesundheit, sehr gut. Sonst nichts. Das hier, ja. Okay, hier können wir etwas an... Nein. Ja. Ja, diese Sachen. Haben wir wieder alles gefunden. Gut, ich wollte eigentlich hier. Wir haben immer noch keine Punkte erhalten. Wo? Jede Kampfstunde. Nee. Durch fortschrittliche Kampftechniken erhalten Sie mehr Fähigkeitspunkte. So. EPs? Sturmsprint und das hier ist Hochsprung. Okay. Das ist der Missionbereich. Wir dürfen hier nicht zu weit gehen. Okay, wir können nicht aus dem Missionsbereich rausgehen, weil der begrenzt ist. Okay. Ich dachte, das wäre wie beim ersten Teil, dass man eine XP kriegt dafür, dass man Sachen macht. Also je mehr, dass man kämpft, desto stärker ist man. Also desto mehr XP kriegt man. Und da wir jetzt schon ein paar Zombies umgenutzt haben. Dachte ich, wir hätten schon ein paar Punkte eingesackt. Leer. Oder kommt es noch? Kann es sein, dass man im Tutorial keine Punkte kriegt? Bis man dann diese Quest hier gemacht hat, wo war die? Ah, Hinweise. Ja. Ah, die habe ich doch schon angesehen. Egal. Diese Punkte hier kriegt man, wo war das Tagebuch? Ja. Bis man die hier kriegt und dann erst die XP-Punkte freigeschaltet werden. Kann gut möglich sein. Nope. Also, ich dachte, das wäre ein Kasten oder so. Oh, man kann richtig schwimmen, das ist gut. Die Koffer sehen wirklich so aus, als wären sie nicht durchsucht worden. Da könnten tonnenweise Teile und so drin sein. Ja. Es gibt also mehrere Möglichkeiten hoch. Wir nehmen die hier. Ich habe die Hoffnung, dass man hier Sachen finden kann. So. Hopp. Sehr gut, und auch mit dir. Gut. Man hätte von dieser Seite hier auch hochgekonnt. Und den anderen Seite auch. Oder? Ja, hier sieht man's. Also,
Das war das Teil hier. Ich dachte, ein Zombie ist hier irgendwo runtergefallen. Also, Beißer. Oh. Es ist immer noch so, dass in der Dunkelheit sie mehr und aggressiver sind. Ja, gehen sie nicht zu nah an Beißer ran, ansonsten wachen sie auf. Okay, sie schlafen so. Das sind alles Stufe 1 Beißer. Normalerweise würde ich versuchen, die alle zu töten. Für XP und Sachen, die man kriegen könnte. Dass sie eh alle nur Level 1 sind. Andererseits, wir haben nicht genug Waffen, um die zu morxen. Also unsere Waffen halten nicht viel aus. Die da oder der da hatte gerade kleine Zuckungen. Und was passiert, wenn wir mit... Ja. Da hoch. Gut. Aber mal, ich habe ein paar gekillt. So, es kommen nur einzelne. Gut. Oder? Ja. Und die... Okay, gut. Bin ich nicht unlockig genug? Oh, kommen gleich alle? Ah, fuck. Okay, die Ausdauer ist niedrig. Hä?
Das war dumm. Okay. Ja. So. So, kommen wir mit der Steuerung langsam klar. Okay, gut. So. Unantastbar. Hoho. Errungenschaft freigeschaltet. Ernsthaft? Okay, gut. Oh, da drinnen sind noch ein paar. Und hier auch. So. Aber hier hatten wir doch auch noch einer. So. Na komm her. Ich bin zwar immer noch ich bin der Meinung, dass man alle Zombies, die man töten kann, töten sollte. Denn je weniger von denen rumlaufen, desto weniger werden mutieren, desto weniger können einen angreifen. Wenn jeder Überlebende 10 Zombies töten würde, würde das heißen, dass man das 10-fache der Überlebende an Zombies ausrotten könnte. Ergo, wenn nur 10%. Okay, bevor wir weitergehen, kurzer. Unsere Lebenspunkte sind noch voll. Gut. Ich dachte, er hätte uns gepackt. Ja, meine Waffe ist fast zerstört. Wie viel Schaden machen wir? Immer noch genug. Tot. Ah. Okay. Oh. In dem Falle
Wieder meinen guten Knüppel. Okay, nein, kein Schaden. Oder heilen wir uns mit der Zeit? Weil ich glaube, so schnell würden wir uns nicht heilen. Ich glaube, das zeigt nur, wenn wir knapp davor waren, Schaden zu kriegen. Oh. Ich dachte, das wäre der letzte, aber... Okay, die Teile sind auch gut. So. Wollte ich eigentlich nicht. So. Will meine Waffe nicht verschwenden. So, und bam. Dann haben wir das hier freigemacht. Man könnte fast sagen, es waren circa 20 oder so. Also haben wir schon mal 20 weniger. Und wenn ich sterben würde und zu einem Zombie werden würde, würde es nur einen geben, nicht mehrere. Also sehr gut. Also habe ich für die Überlebenden schon mehr getan als nötig. Hier brauchen wir hochklettern oder höher klettern oder wie das Zeug heißt. Aber wer haut Leitern in den Felsen? So. Gut. Oh, ich sehe gerade auf die Uhr und diese Folge haben wir nur gekämpft. Das war vielleicht nicht so spannend, verdammt. Ich mag es zu kämpfen und Charakter ein bisschen höher zu treiben und die Fähigkeiten auszubauen. Auch wenn das momentan nicht möglich ist. So. Ah, hier. Wir brauchten die Heilung bis jetzt noch nie. Okay. Karte kann man sich nicht ansehen, aber die ist ja auch schon verwittert. Wie viele Punkte hätte es gegeben, wenn wir Punkte gekriegt hätten für das Abschlachten dieser Zombies. Okay, wir müssen da hoch, aber... Ah, hier. Seilrutsche. Mit was halten wir uns? Mit der Waffe oder... Ah. Okay.
Oh. Nee, hier sind auch keine Zombies. Beißer meine ich. So, und hab. Ah. Okay, der ist da unten. Der lebt noch. Aber das ist nicht unser Problem. Und hopp. Hopp. Yeah, Paku aufgestiegen. Ja, gut. Sie haben den Rang Ihrer Paku-Fähigkeiten erhöht und Ihre erste Paku-Fertigkeitspunkt verdient. Sie können ihn jetzt dazu benutzen, Ihre erste Paku-Fertigkeit freizuschalten. Ah. Gut, Hochsprung erlaubt es Ihnen, höhere Vorsprünge zu erreichen, wenn Sie beim Springen gedrückt halten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol der Fertigkeit, um Ihre Beschreibung und der Anforderung zu lesen. Drücken und halten Sie jetzt, um die Fähigkeit zu kaufen. Ja. Ermöglicht es Ihnen, höher zu springen und höhere Vorsprünge zu erreichen. Halten Sie gedrückt, um höher zu springen. Ja. Das ist klar. Und gekauft. Aha. Das heißt, gleich haben wir das hier. Springen Sie über taumelnde Gegner und setzen Sie einen Tritt nach. Das ist der Griff, halt, um sich an einen Vorsprung zu halten oder Tieflandung. Ich glaube, Aktivlandung wäre praktischer für nachher. Wir haben ein bisschen Geld. Nicht viel, aber schon. Was ist das? Immunität. Warte, irgendwo hieß es, man kriegt mehr, wenn gibt es. Ah, hier. Sammeln Sie drei Hemmstoffe und werden Sie sich hier im Fertigkeitsmenü. Gesundheit zu erhöhen. Ist das Gesundheit, Ausdauer? Ah, Hemmstoff. So ist das. Okay, gut. Hinweise, ja, Vorsprung und Klettern. Da. Ah, hier. Das hatten wir doch schon alles. Was ist hier neu? Wir haben die Punkte doch. Tagebuch hier. Ah, das erreicht und jetzt noch das hier Kampfpunkte. Ah, dafür Na, wird. fast fertig. Ja. Glaube, das wird spät. Das heißt, die Beißer werden aktiver. Ah, und jetzt kriegen wir. Punkte. Gut, jede. Ja. Jeder Sprung, jeder alles bringt etwas. So. Oh, Schmuck. Okay, dann hier. Gewöhnlicher Artikel, was? Ah, Kamille. Tagebuch. Und wir kommen nicht mehr zurück, oder? Ja, das Seil ist abgerissen. Das war wohl der Plan. Ja. Na, es ist schon dunkel. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Na, was Besseres werde ich nicht finden. Hm?
Okay. Okay, was? Warum wird das angezeigt? Ah. Weil wir da hochklettern können. Okay, das bedeutet, wir sind hier am Arsch. Was zum? Okay, das sind drei. Was zum Teufel ist das? Nee, vier. Okay, Kampfgrundlagen. Einige Gegner nutzen Kraftangriffe, die massiven Schaden verursachen, wenn sie von den Beinen werfen können. Wenn ein Gegner einen Kraftangriff vorbereitet, blinkt seine Gesundheitsleiste rot auf. Sie können ausweichen, um einen Treffer zu vermeiden. Drücken Sie zum Ausweichen, während Sie rückwärts oder in eine beliebige Richtung seitwärts bewegen. Okay. So. Verdammt. Was? Hier, wo ist es? Ja, da. Okay. Oh, Scheiße, Laufen und Kraft tanken. So. Der muss doch etwas dabei haben. Gut. Ah, verdammt. So. Oh, warte. Kann es sein, dass immer mehr Leute kommen? Ah, Scheiße. So.
Das war knapp. Ja, das war wirklich knapp. Ich dachte schon, die kommen immer und immer wieder. Ist das? Teile. Sehr gut. Wir können das jetzt aufmachen. Und voller Kraft. Und wirklich Schaden. Schaden haben wir nur von den Dingern erhalten. Eine Axt. Von dem Springteufel. Oder wie der. Oder wie dieser Sprungheini. Oder. Warte. So. Als erstes sei mal schön, dass wir eine Waffe haben. Dann. Einschalten. Und. So. Wir haben Licht. Ich glaube, das ist nur zum Abknallen. Aha. Ah, ich. Zum Glück haben wir uns hier noch umgesehen. Okay. Auch hier gibt es wieder einen Zaun. Aber hier waren dafür sehr viele Zombies. Gut, dann gehen wir rein. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Ja. Und zuerst machen wir die Tür zu. Und wow. So, Dosen. Aha, sehr gut. Und hier und da durchsuchen. Ist von Wert. Ist das ein Jammern? Wow. Was bedeutet das? Oh. Hier gab es mal wer, der... Ja. Fluchtpunkte, wo wir rausstürmen können. Gut. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns alles genau an. Natürlich nehmen wir alle Waffen. Auch für den Ersatz. Ah, hier. Gut. Ah, Reis und ungewöhnlich. Na, Kuchen. So. Jemand hat die bewegt. Vor kurzem. Ja. Jeder vorgestellt. Der wurde verschoben. Gut. Dann haben wir hier. Machen wir die Tür zuerst mal zu. Hier können wir nichts machen. Gut. Probieren wir's. Und schieben. Ja.
Ah, Sicherheitszone. Sehr gut. Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet und damit Ihr Netzwerk an Wiedereinsteigspunkte erweitert. Alle Sicherheitszonen sind mit UV-Lampen ausgestattet, wodurch die Sicherheit bei Nacht gewährleistet ist. Also nur gegen die großen Zombies. Die normalen Zombies, also die Mutanten-Zombies, die normalen Zombies sind ja gegen UV-Lichtnächte empfindlich. Zudem bietet jede Sicherheitszone Zugang zu einem Ruheplatz, ein Bett, an dem Sie die Tag-Nacht-Phase wechseln können und zu Aidens Versteck, an dem Sie Ihre überzähligen Gegenstände lagern können. Sehr gut. Das ist sie. Die Sendestation. So. Chronikteile. Ja, aber wie macht man das wieder davor? So, das ist das, was wir im Inventar haben. Oder ist das, was wir anhaben? Armbanduhr, Schmuck. Infizierten Trophäe, selten. Seltene Ressource, meist zu finden bei Unholde, Flüchtern, Todesfeen. Gut. Ah, Inventar, Extras. Hier, wir haben keine... Versteck. Das sind die Sachen, die wir anhaben, oder? Ah, und hier haben wir nichts drin. Okay, gut. Dann nehmen. Alle Waffen nehmen. Man hat ja gesehen, was passiert, wenn wir nicht alle nehmen. Also man hat ja... hier, Zigaretten. Haben wir alles. Fluchtpunkte, sonst nichts. Gut. Ist noch zu früh, oder? Es müsste das hier sein. Hier ist Aiden. Komm. Sucht dir jemand einen Pilger? Komm. Na, ich muss wohl bis morgen früh warten. Ja, gehen. Na, genug jetzt. Schlafenszeit. Morgen versuche ich's wieder. Oh, gerade auf die Uhr geschaut. Das ist schon extrem spät. Gut. Warten bis zum nächsten Morgen. Okay. Gut. Aiden! Aiden, Baby! Hauen wir jetzt ab? Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Aiden! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot. Du spinnst. Gehen wir. Jetzt. Shh. Alles wird gut. Wartet hier. Das wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge, die lassen uns bald gehen. Aiden, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Ich weiß. Tu, was ich sage.
ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Dr. Watts, wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Okay. Feuer! Feuer im Labor! Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Hä? Das wäre das hier. So. Hier, Aiden. Ich bin auf Frequenz 140,200 Megahertz. Hallo? Aiden? Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Waltz, Pilger? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden. Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist, zäher als andere. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Wo und wann? Am Eingang zum U-Bahn-Tunnel an der Bucht. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns. Ich nehme an, du machst das nicht gratis. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris, dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Ende. Warte! Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Treffpunkt. Bis später, Aiden. Gut, und damit wär's das für diese Folge. Also, liebe Leute, ein bisschen Überlänge, aber... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.